Hier ist wieder der Plan Brawler mit einem neuen Let's Play für heute, mit dem neuen PC, den ich gebaut habe, und mit dem Opel Vauxhall VX220. Heute zeigt man diesmal über den PC, weil die letzte Let's Play Folge habe ich ja mit dem alten PC gemacht und diese habe ich heute mit dem aktuellen jetzt. Das wird spannend. Das heißt, die Folge wird gut. Sehr gut. Und verflucht. Jetzt habe ich von jemandem die Anrede geklaut. Ja, heute will ich keine Ärger. So. Zum PC. Ich habe hier einen AMD Ryzen 5 2600 Prozessor, also einen 6-Kerner. Gepaart mit 32 GB Arbeitsspeicher. Und einer Nvidia GTX 1650 Super. Da die Super, die ja hier, die schon jetzt ein halbes Jahr verschwunden ist, hat auf meinem anderen PC nicht funktioniert und hier funktioniert es lustigerweise. Wird aber gegen eine noch stärkere Grafikkarte ersetzt, dass ich noch mehr Leistung aus der Platte kann. Dass ich hier alles auf Ultra stellen kann. Das wird aber wahrscheinlich auf YouTube nicht so sehr bemerkbar sein. Aber jetzt von. So gesehen. Aber. Ich setze auch hier wieder auf AM4 Mainboard. Gigabyte, das X570D, das D von Gigabyte, das Ultra Durable Serie, gibt schon länger von Gigabyte, aber ich mache jetzt hier keine Werbung, ich fange jetzt hier mit dem Wagen an. Was haben wir, den Vauxhall VX220, das Chassis ist aus Aluminium und die Karosserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sonst hat der Wagen außer ABS keine elektronische Reserve und Traktionskontrolle. Also, sonst ist hier nichts. Hier muss der Fahrer selbst achten, außer beim Bremsen. Was haben wir denn? Ein 2-Liter Motor mit 200 PS. Das ist fast ein bisschen Sensation. Der war auch bei einem anderen Opel Modell drin gewesen, dieser Motor. Und der Wagen ist leicht. Ich betone auch leicht. Wie leicht? Ich hab's da auch irgendwie von meiner Nase gehabt. Wenn man immer alles von meiner Nase hat. So, der Wog mit dem Motor. Also mit dem 2-Liter Motor, Turbo aufgeladen. Eine knapp über eine Tonne, ganz nur 7 Kilo drüber. Sonst ist das hier ein sehr schöner Opel, dieser Vauxhall. Und eigentlich war ein Kontingent, von 10.000 Fahrzeugen geplant, aber keiner wollte ihn so richtig haben. Also hat Opel, also insgesamt, um die 7.000 Stück gebaut und dann haben sie aufgehört. Die letzten Modelle waren nur noch mit dem 2-Liter Motor lieferbar. Anfänglich gab es den mit 2,2 Liter Motor, war quasi dann nur ein saurer Motor, aber wegen der Leistung, aber das kann man auch nicht lassen, 2,2 Liter. Da hat quasi dann nur diesen 2,2 EcoTech Motor und da hat er noch 147 PS, also 50 PS weniger. Ja, der gefällt mir aber auch angesehen, fair, aber auch leichter, aber da hat eine Top Speed mit dem 2 Liter Motor, 2 Liter Turbo, 243 km/h. Mein Gott, verdauen. Sonst fuhr sich sehr sportlich, klasse. Und das ist ein Mittelmotorsport, also einer von wenigen Opel, der einen Motor in der Mitte hat. Also ich glaube, es ist sogar der einzigste Opel, der einen Motor in der Mitte hat. Und wir schauen jetzt mal die Rundenzeiten an. Und was auf der Teststrecke eine Rundenzeit gebrannt hat, sehen wir jetzt. Eine 2 Minuten 32,822. Das ist schnell. Und wir fahren heute ein bisschen in der Winterseason im Originalzustand, wie er sich sonst so fährt. Also, es kann jetzt wieder richtig gut sein. Wow, wie dieses Bild jetzt aussieht, das ist ja hervorragend mit der Grafikkarte. Gut, ich will ihn noch stärker einbauen, aber das ist schon richtig gut. Wir sind heute in der Winterseason. Wer oben rechts jetzt guckt, wenn es jetzt in der Aufnahme auch mit drin ist, ich habe die FPS-Anzeige auch, bei den allerersten Let's Play-Folgen von mir guckt, habe ich die auch gehabt. Ich habe mindestens mehr über die, ich habe das Doppelte an FPS-Leistung jetzt. Also nicht Doppelte, sondern nochmal 30 FPS mehr im Durchschnitt.
Also ist noch eine ganze Menge. Oh, wie das Bild aussieht. Also jetzt kriege ich hier. Ja. Okay. Also, das war ein sehr sportlicher Opel gewesen. Opel hat den hier rausgebracht. Also, gab es da überhaupt einen vorherigen Vorgänger von dem? Ja, das Vorgängermodell ist der Opel GT. Sollte eigentlich, ist ein Nachfolger von Opel GT ohne schon. Naja, war nicht so erfolgreich. Dafür hat er ja 4,1 Sekunden die 100 geschafft, der Speedster in der stärksten Ausführung. Das kann man noch zum Wagen sagen. Es gab auch den Eco Speedster, also ich zitiere wieder hier auf Wikipedia. Neben der Serienversion des Opel Speedsters wurde 2002 auf der Pariser Automobilsalon auch eine von einem 1,3 Liter Comrade Dieselmotor angetriebene Studie vorgestellt. Der sogenannte Eco Speedster hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h und verbrauchte 2,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Also, es gab auch andere Modelle von dem Wagen. Also, man hat auch Eco-Modelle auch geplant, also deutlich sparsamere Sportmodelle. Und naja, wurde aber nicht zum Erfolgswagen wirklich. Also, da war der GT, der Bock, deutlich beliebter. Und in England gab es den Vauxhall Fox, gab es den auch hier als VXR 220, da hatte er dann 220 PS, mit einer leistungsgesteigerten Variante des Turbomotors, also noch leistungsfähiger, hatte dann ein bisschen mehr PS, dann ja, 20 PS mehr in England. Und naja, wir haben aber hier das klassische Vauxhall Modell mit 200 PS. Eigentlich der klassische Opel Speedster mit den 200 PS Motor, wie er gebaut worden bis zuletzt. Und jetzt lasse ich Taten folgen heute. So, erste gute Nachricht: Es gibt wieder eine Festival-Spielliste mit sehr vielen Titeln, also was sehr spät kam, das sie Update 23, habe gesehen, 23, was jetzt sehr spät kam. Sonst kann ich jetzt nichts dazu sagen. Aber ich mache bald wieder Livestreams mit diesen neuen Titeln. Diesen anderen neuen Titeln dann besser. Mein PC war direkt am Ende mit einer GeForce 1050 GTX 1050. Das ist schon ein gewaltiger Sprung, was ich hier an Grafik und Prozessortechnik mache. Man kann sagen, von der Bulldozer-Architektur auf die Zen 2-Architektur, also Zen 2, vom Bulldozer auf Zen 2 zu wechseln, ist schon eine ganz andere Leistungsspektrum, merke ich hier auch. Und noch was. Normalerweise wäre ich jetzt zugegangen, ich kaufe jetzt nochmal, wenn ich einen neuen PC baue, ich baue den irgendwo. Ein Prozessor mit 8 Kernen. Aber lustigerweise haben wir den Leistungstest gesehen, da war der 6-Kerner schneller als der AMD Bulldozer. Also AMD Bulldozer, also AMD RTX 8320E hatte ich drin gehabt. Die haben eher mit dem 8950 getestet. Da war der 8950 langsamer als ein Ryzen 5 2500. Auch wenn er 2 Kerne mehr hat. Also da war es schon wirklich. Aber ich habe mit dem genommen. Sagen wir schon, wirklich wirklich schlecht. Und ich nutze den unübertakteten Prozessor hier. Nur bei einer Boost-Taktung, da kann man jetzt sagen, kann man jetzt nicht streiten. Also, ich glaube, der ist mit 3,8 GHz angegeben, 3,4 läuft beim Standardtakt. Bei mir läuft er in so einem Standard-Takt 3,7. Also er boostet komplett hoch. Also er arbeitet die ganze Zeit im Boost. Mein Reis bei mir. Also die ganze Zeit so bei einem 3,7
Gigahertz. Also ich bin schon sogar noch schneller, also damit deutlich schneller. Weil es mit dem anderen, mit dem Bulldozer, hat ja auch Booster. Der hat überhaupt nicht den Boost eingeschaltet. Also hat nicht mal den Boost eingesetzt. Aber der nutzt diesen, der Reisen nutzt seinen Boost völlig konsequent. Da rein glaube ich nicht. Maximal Boost habe ich sogar überschritten am einen Tag. Da habe ich 4,2 Gigahertz erreicht. Aber auf welche Dauer habe ich die da rein, weiß ich nicht. Aber mir wurde daran gesagt, ich habe Open Hardware angeguckt. Da wurde auf allen Kernen 4,2 Gigahertz angezeigt. Also die hat er auch erreicht. Aber für eine gewisse Zahl weiß ich nicht. Aber auf allen Kernen wurde mir angezeigt, dass er die erreicht hat. Nicht auf einen, also es bündelt auch noch. Weil ich nehme jetzt keinen Tower-Kühler, also nicht den originalen Weltkühler, was bei dem ich dabei war, aber den Boxenkühler, sondern haben wir einen Cooler Master. Top-Blower, also Down-Blower oder Top-Blower-Kühler. Also es ist eigentlich über den dominierten, ein LG. Ich glaube, es nennt sich Cooler Master an 100 GM oder irgendwie. Es hatte die Anleitung gegeben. Nicht hier dann ist. Aber es ist ein Top-Flow-Kühler, sieht aus wie ein UFO, dieser Kühler mit RGB-Beleuchtung. Ich habe völlig auf RGB-Design und Chakun auch benutzt. Auch mit RGB. Viele Festplatten reinpassen und das Wichtige war für mich fürs Gehäuse, dass ich trotzdem noch ein Laufwerk einbauen kann, ein DVD-Laufwerk. Das war für mich wichtig. Aber wieder zurück zu Puppelt, ein Thema. Wir haben einen 2-Liter Motor, wir haben 5-Gang Getriebe. Es ist immer gut, wenn ich die 1000 Mal am Schlag sehe. Egal welchen Wagen, wenn der Drehzahl nach unten und weiter am Schlag kommt, dann geht es zurück. Und besonders so viel, wenn das in Serienzustand ist, geht. Der Wagen geht ja richtig vom Fleck. Aber es muss schon sagen, es war da. Ich weiß nicht, ob von oben noch ein Mittelmotor schon da kommt. Ich glaube, da kommt noch ein Mittelmotor. Aber es weiß ich nicht, das ist der Spitze. Und wirklich, man hat sehr viel auf Komfort verzichtet. Da war es leicht und sportlich. Da hat auch nicht so viel Leistung gebraucht. Also, wenn man den heute fahren würde, er würde immer noch von der Motorisierung komplett völlig ausreichen. Ich habe selbst noch keinen gefahren, aber gesehen habe ich bei welche. Und jetzt merken wir mal ein Problem. Ich kann nicht mit Heckantrieb fahren. Ich bin nicht mit Heckantrieb. Also, ich bin kein Freund von Heckantrieb-Autos. Auch wenn sie schön quer gehen. Fährst du quer, siehst du mehr. So. Also, es werden wieder bei Pause reisen. Vielleicht, geht wahrscheinlich. Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich das Geld machen kann. Es gibt sehr viele Toyotas zu drehen. Sehr, sehr viele. Ich weiß auch nicht, was das für ein Problem die quasi hatten beim sehr transparent Update. Was da für ein Problem da hatten. Wieso sie so spät rauskam. Aber hoffentlich hat es einen Grund, hoffentlich da Grund, weil es war ein bisschen. Ja, auch kein Livestream zu sehen, was ich jetzt mache, wenn ich Update so neu reinkommt, aber die haben den, also der erste komische Grund, ja, die aktuelle Situation war ja in den USA, da war ein Amerikaner, also die Polizeigewalt, schwarzer, mehr will ich jetzt nicht darauf eingehen, also auf brutalste Art, also stimmt, also ich war dieser Polizei verstorben, also eigentlich getötet worden. Ich will es nicht so aufhaben. Und hat dann bei den Protesten auch mitgewirkt. Und hat quasi auch ihre Stimme erhoben, wieso es immer noch ist wegen Rassismus. Aber ich will jetzt hier nicht, dass hier in dem Let's Play hier jetzt verdeutlichen. Weil mich erwartet auch, was er gerade macht, was da abgeht. Ich bin auch noch selbst ein Amerikaner.
Also was da abgeht, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was bei den Leuten in den Köpfen vorgeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Was bis da was da passiert. Was da passiert ist vor einigen Wochen oder Monat. Ich weiß es nicht. Trotzdem ärgert es mich, schockiert es mich. Ja. Aber trotzdem, chillt mir im Let's Play. Wir haben heute jetzt ein Rennen gefahren, ja, ein langes Rennen. Jetzt fahren wir nochmal zwei kurze. Was habe ich hier? Ja, jetzt mache ich jetzt keinen Trackwolf. Der andere Typ wird sich wundern, wie ein Opel ist. Also, Opel, das war wirklich jetzt hier. Also, hier zurück zum Thema, zum eigentlichen Let's Play-Thema: Vauxhall VX. Also, es war kein erfolgreiches Fahrzeugmodell. Er gehört zu dem modernen Sportskandal, habe ich jetzt nicht gedacht, dass er werden kann, weil er schon deutlich älter ist. Aber einen kleinen Side-Fact habe ich hier. Auch, also persönlich, was bei den Spielen, wie der Wagen im Spiel war, in den letzten Spielen, ich hatte auch die anderen Forza Motorsport-Teile, da gab es beide, den VX 220 und den Opel Speedster, also mit Opel-Lizenz und Vauxhall-Lizenz, ist ja Vauxhall, ist es dieselbe Frage, aber manchmal braucht man auch unterschiedliche Fahrzeuge, das war, da waren beide drauf. Und das Interessanteste war, du konntest den Boxhorn im Forza Motorsport mit allen, kannst den auf Allrad fahren. Wenn du aber den Speedster genommen hattest, den konnte man nicht mit Allrad einfahren. Also man konnte das Opel-Modell, das deutsche Pendant, also das deutsche Modell, der Opel Speedster, nicht mit Allrad bauen. Also kein Allrad machen. Beim Forza Motorsport, beim Vauxhall gilt kein Allrad. Das ist für mich völliger so hat man beide drauf. Wieso kann man nicht das beides machen? Selbst kauft man beides. Im Grunde genommen sind das ja die gleichen Fahrzeuge, auch wenn das äußerlich etwas unterschiedlich sind. Geht man nach vorne, also das raus. Also am einen. Also schon. Also das Heck sah an Kleidung und die Front sah immer unterschiedlich. Leicht war leicht. Leicht abwerten von das Licht, dass da die Kontrolle kommt. War halt der Frontflügel. Wieso man das nicht gemacht hat, dass man keine und dieselbe Tüchtigkeit hat wie beim anderen. Kein klassischer. Habe ich auch kein Fall, wie man bei dem Allrad einbauen kann, weil man nicht mehr. Also man konnte für Forst beim Opel-Speedster, wenn man den genommen hat, tun wollte, kein Allrad bauen. Wenn man den Vauxhall hatte, konnte man den auch Allrad bauen. Aber als ich sie gefahren habe, beide, das sind wirklich Spaßkarten. Die haben richtig, richtig, richtig Spaß. Und das macht er auch in Horizon 4. Der macht auch hier richtig Spaß. Das ist wirklich ein Spaß aus. Der macht richtig Spaß. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er bei der Trektoy-Klasse wäre, bei den Trektors, weil das ist natürlich Trektoy-Fahrzeug. Der zieht richtig ordentlich davon. Ordentlich. Ganz ordentlich. So. Wir machen jetzt noch ein Rennen. Da gucken wir im Forza Vista Modus. Oder, ja. Da gucken wir im Forza Vista Modus den Wagen uns genauer ein bisschen an. Oder auch nicht. Ja, Zeit. Aber was man jetzt, also Fahrzeuge mit dieser Kategorie Motorsport, die haben deutlich kleiner, wenn man seine Reifen fragt. Das sind unglaublich schmale Reifchen. Unglaublich schmale Reifen. Und es kann verschieden hier. Ich brauche eigentlich keine Traktionskontrolle. Die Räder drehen sogar im ersten Gang, aber nicht so extrem, das heißt eigentlich noch angenehm. Ja, man merkt, dass er durchdreht, aber nicht übertrieben durchdreht. Also man eigentlich für mich perfekt. Die haben noch auch bei denen. Gut, im Winter haben sie deutlich mehr
quer durch, ja, was auf der Delta-Kurve, aber man es leicht kontrolliert, bis weniger landet, dann rennen sie auch durch, aber nicht so extrem, dann kommt ein flotter voran. Warmfleißig, richtig, richtig sportlich. Wow. Mittelmotor, das ist schon ein Konzept. Finde ich nur geil, weil du das ist krank. Oh. Genau die TT. Ja. Ah ja, genau. Und dann schauen wir mal, wie es dann bei den nächsten Mal funktioniert. Es wird auch wieder auf dem Rainbow Six gleich stehen. Ich wollte eigentlich die letzten Male auch mit dem alten PC das nochmal Rainbow Six Livestreams machen und dann wieder später die aufgenommenen Varianten auf YouTube veröffentlichen. Habe ich aber keinen Livestream gemacht jetzt, weil ich habe irgendwie keine Lust gehabt, wegen den ganzen technischen Gründen und Ärger hier. Naja, die Technik eben, die kann einen Kopf zerbrechen, machen Ärger oder irgendwas. Aber eine Sache ist sicher. Wenn ich jetzt mit dem neuen, also wenn es jetzt wirklich vom PC liegt, ich nicht viel war, dann habe ich wieder perfekt. Wieso habe ich das gleich noch PC gekauft? Können wir jetzt sagen, dass ich das nicht spielen kann. Aber es bin ich noch gespannt. Ich habe mir auch noch die deutsche Cheat-Codes. Also, ob ich da jetzt davon auch Let's Play voll mache, ist die Frage, weil ich bin schon im auch schon gerade die Story, bin mittendrin dabei, bin ich schon in der Story, werden einige verpasst haben, aber könnt ihr ja auch an Let's Play von wie von den Pixelhelden. Ja. In Schritttempo durchs Ziel. Also wollte sagen, ihr könnt ja auf dem Pixelhelden-Kanal gucken. Mal sagen für einen anderen Kanal, ja. Aber ich gucke den Kanal auch sehr, sehr gerne. Da glaube ich, wie heißt der Typ? Ach, Roy. Auch Let's Play Folgen von der Story gemacht. Und da könnt ihr die auch angucken. Also, können sie auch angucken. Also, ich würde hier erstmal keine machen, aber ich würde hier bei. Hier bleiben. Ja. So. Hört ihr mich? Wenn nicht, habe ich ein Problem. Weil ich habe immer noch mein Headset mit Wackelkontakt am Kabel, weil jemand dran gezogen hat. Das ärgert mich immer noch. Es hat sich irgendwann sich geklärt mit dem Wackelkontakt am alten PC und jetzt macht das am neuen PC. Also muss ich jetzt sich hier einwackeln oder der PC muss hier eine Macke haben, dass es wieder funktioniert. Naja, aber hoffentlich hört ihr mich noch. So, wir schauen jetzt mal im Forza Vista Modus an, den Opel. Wir schauen mal vorne. Und vorne ist erstmal, ja, Scheibenklar, Kühlwasser und Bremslosigkeit. Ja, Scheibenklar, Kühlwasser. Ich bin jetzt nicht sicher, ob da Kühlwasserbehälter ist. Scheibenklar, Wasserbehälter, ja. Ne, hinten ist das Kühlwasser. Und da ist der 2 Liter Turbomotor mit der geilen Schriftzug und einen kleinen Kofferraum. Also ein Kofferräumchen haben wir, ein Räumchen. Kein Kofferraum, sondern ein Kofferräumchen. So, das war jetzt ein kurzer Tour. Wir gucken mal, was es für Farben gibt. Weil ich fand die Farbe Gelb sehr krass bei dem. Es gab es den im Rot, in so einem hellen Rot, in so einem Orangeton, in Gelb, wie wir den haben, Blau, Schwarz, können wir. Ich würde jetzt Silber oder Grau sagen. Aber ich finde es schon richtig geil. Also das mit dem Auspuff übereinander habe ich bislang sehr selten gesehen, aber ich finde es richtig cool. Also, bis zur nächsten Let's Play-Folge wahrscheinlich morgen. Und mal schauen. Und sonst habt viel Spaß, einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.